So, es ist 20 Uhr, Dienstagabend, Zeit für Leben ohne Krankheit. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und wünsche uns einen interessanten und erholsamen, wissensbringenden Abend. Ich begrüße Sie herzlichst und bitte zunächst erst einmal darum, in den Chat zu schreiben, ob ich im Ton auch zu verstehen bin. Ja, wunderbar. Besten Dank. Ich habe im Chat auch zwei Links stehen, auf die komme ich gleich zurück. Im Chat haben die Links den Vorteil, dass man sie nicht abschreiben muss, sondern man kann sie kopieren, einfach markieren und dann mit Steuerung C und Steuerung V woanders einbringen. Interessante Links, ich komme gleich darauf zurück. Heute wenden wir uns wieder einem hochinteressanten Thema zu. Es geht um den Wissensbereich, mit dem wir uns bisher noch nicht beschäftigt haben. Dieser heißt Transfaktor. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wenn ich heute noch den vielen bereits schon dargestellten Sachverhalten ein neues Feature hinzufüge, also ein neues Fass aufmache. Es ist und bleibt aber so, dass unser Fokus auf Leben ohne Krankheit steht. Und dabei wollen wir die große Aufgabe lösen, dass wir mit unseren großen medizinischen Bedrohungen fertig werden, das heißt, diese besiegen. Diese sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen oder eben Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Davon weichen wir nicht ab, das verspreche ich Ihnen. Und wenn Sie heute Abend zum neuen Fachgebiet Transfaktor etwas hören, so sollte Sie das nicht verwirren und das bedeutet auch nicht, dass die bisherigen dargestellten Methoden unzureichend wären. Denn Wissen tut uns immer gut im Zusammenhang mit Gesundheit. Ich bringe dieses Fachgebiet nur deshalb noch dazu, um unseren Horizont noch mehr zu erweitern und um Sie zu befähigen, aus dem Angebot von Methoden, Methoden, die ja keine Gefahr und kein Risiko darstellen und die uns helfen und die wir möglichst oft auch selbst einsetzen können, diese Methoden zu nutzen. Ja, Vorstellung meiner Person. Das kann man hier ablesen. Wichtig ist vielleicht nur die E-Mail-Adresse, wenn man mir Fragen stellen will, die nicht in der Allgemeinheit, nicht von allgemeinem Interesse sind und nicht in der Öffentlichkeit gestellt werden sollten, wie das eben im Chat der Fall ist. Ja, wir wollen also aus den Methoden das geeignetste auswählen für unsere Gesundheit und deshalb heute Transferfaktor. Doch zunächst noch zwei Punkte, die ich vorab mitteilen möchte. Das Video für alle, die es als Teilnehmer am letzten Dienstag nicht sehen konnten, weil es technisch nicht rübergekommen ist, habe ich abgelegt unter diesem Link, der hier dargestellt ist. Das wäre also gleichzeitig auch der Link, der im Chat an erster Stelle steht. Den könnten Sie sich kopieren und um sich dann den zurechtzulegen zu einem anderen Zeitpunkt, eben nicht gerade jetzt, dann sich das Video anzusehen. Darin sehen Sie, in diesem Video sehen Sie, welche positive Wirkungen eintreten, schon nach einmaligem Einsatz des Agilflows, vorige Woche ging es ja um Agilflow, nach 15 Minuten schon, also das ist noch nicht mal ein voller Einsatz, und dieses Agilflow gibt es auch noch zum Aktionspreis. Das bleibt ja bis heute Mitternacht. Ich konnte aufgrund des Engagements des Herstellers, der mich unterstützt hat, diesen Aktionspreis anzubieten, kann ich das also noch bis zu Mitternacht durchführen. Und Sie sparen erheblich, wenn Sie dieses Angebot nutzen. Sehen Sie sich also bitte dieses Video an und vertrauen Sie und nutzen Sie den sehr reduzierten Kaufpreis zum Kauf. Soweit also zu AGFLOW, ein Nachtrag von vergangener Woche. Und dann möchte ich auf ein Schulungsprogramm aufmerksam machen. Da geht es um Herz-Kreislauf. Unter diesem Link können Sie sich weiterbilden zum Thema Herz-Kreislauf, um wichtige Informationen, auch Grundlageninformationen zu erhalten, um Ihr Wissen zu mehren auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schließlich ist das ja Todesursache Nummer 1. Und diese Schulung, die verstehe ich so, dass man sich Wissen aneignet und Informationen erfährt, die unsere Medizin uns oft nicht geben kann. Beim Arztbesuch ist da gar keine Zeit.
Da geht es nur darum, wie geht es, welche Medikamente sollen verschrieben werden, und dann hat sich der ganze Fall schon. Und Erklärungen über die Funktion, über die Angriffspunkte der Medikamente oder anderer Therapien gehen oft hier leer aus. Und dieses Defizit, denke ich, kann man mit Besuch dieses kostenlosen Schulungsprogramms, dieses Defizit kann man also schließen. Also nehmen Sie auch diesen Link mit auf und speichern Sie sich vielleicht als Zieladresse in Ihrem Browser, damit es rechtzeitig zur Verfügung steht. Ich finde, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr überzeugend in den technischen Mitteln, und Hut ab, man kann doch dem einiges entnehmen. Nun bitte ich also um Aufmerksamkeit bis zum Ende meiner Ausführung zum Thema Transferfaktoren. Es geht beim Transferfaktor, wie schon so oft, um das Immunsystem. Sie haben bestimmt schon einmal hin und wieder eine Grippe erleiden müssen. Die Symptome sind Fieber, Gliederschmerzen und Unwohlsein. Diese Symptome begleiten die Grippe oder auch eine Erkältung. Erkältung oder auch Grippen werden von Viren hervorgerufen. Die Parasiten sind für die Erkrankung verantwortlich, die sogar zum Tode führen können. Wir wissen auch schon, dass Parasiten für Krankheiten über Grippe und Erkältung hinaus verantwortlich sein können, beziehungsweise enge Komplizen der verantwortlichen vieler Krankheiten sind. Zu jeder Zeit werden unsere Zellen von einer Vielzahl, ja Millionen von Bakterien, Viren, Pilzen oder Würmern angegriffen. Wahrscheinlich nehmen Sie es überhaupt nicht wahr, oder wir nehmen es nicht zur Kenntnis, wenn es uns betrifft, es sei denn, Sie erleiden dadurch eine Erkrankung. Dann nehmen Sie es wahr. Das Immunsystem ist dafür verantwortlich, unseren Körper vor diesen Erkrankungen zu schützen, indem es die Parasiten abwehrt. Daher ist es leicht zu verstehen, dass das Immunsystem stark genug erhalten oder gestärkt werden muss. Ich meine, das verstehen wir sicherlich bei der Bedeutung des Immunsystems schnell. Wie funktioniert das Immunsystem? Das Auftreten einer Grippe zeigt uns, dass Parasiten irgendwie am Immunsystem vorbeigekommen sind. Wer sich von einer Grippe wieder erholt, erfährt damit zugleich, dass sein Immunsystem stark genug ist, die Eindringlinge zu eliminieren. Wessen Immunsystem das nicht mehr kann, der erholt sich von seiner Grippe nicht. Das gilt auch für den Fall, dass das Immunsystem, dass das Immunsystem tätig wäre und es eben nicht geschafft hat. Auch dann würde sich der Mensch von der Erkrankung aufgrund des parasitären Angriffs nicht mehr erholen. Die Fähigkeiten des Immunsystems sind zum Teil angeboren und zum Teil erworben. Somit sehen wir Reaktionen auf einen Angriff, die wir zum Teil angeboren oder zum Teil erworbene Reaktionen des Immunsystems nennen. Der angeborene Schutz besteht aus einer passiven Abwehr von Angriffen, zum Beispiel durch den Schutz der Haut. Die Haut schützt uns ja vor der Umwelt, vor Angriffen aus der Umwelt, durch den Schutz der Magensäure oder des Schleims. Neben diesen passiven Schutzmechanismen besteht unser Immunsystem auch aus aktivem Schutz, wie zum Beispiel den natürlichen Killerzellen. Wie alle Körper eigener Schutzstoffe, so brauchen auch die Killerzellen nicht extra zuvor den Mikroben ausgesetzt zu werden, um aktiv zu sein. Die natürlichen Killerzellen werden zum Schutz einfach nach vorn geschickt und bewältigen die Eindringlinge. Sie erkennen die fremden Zellen und machen sich an die Arbeit. Selbst das stärkste angeborene Immunsystem kann nicht alle Angriffe erfolgreich abwehren. Diese Tatsache entsteht dadurch, dass immer neue und bis dahin unbekannte Angriffe aus der Umwelt auf unsere Zellen erfolgen. Hier hat die erworbene Immunität ihre Bedeutung und notwendige Funktion. Die erworbene Immunität erkennt ständig neue Gefahren und Angriffe und baut dafür seine Fähigkeiten aus. Deshalb erworbene Immunität. Es muss die Angriffe erst erkennen, um darauf seine Werkzeuge für den Kampf aufzubauen.
Somit verstehen wir auch, dass wir uns zunächst einige Tage unwohl fühlen, bis dann wieder Besserung eintritt. Hat das Immunsystem die neue Fähigkeit erworben, so braucht es bei einem erneuten Angriff derselben Erreger keine weitere Zeit, sondern kann sofort nach der Erkennung mit der Eliminierung starten. Hat also das Immunsystem eine Infektion erkannt und die Abwehr aufgebaut, so ist es auf den nächsten Angriff unmittelbar vorbereitet und sofort handlungsfähig. Wir haben also angeborene und erworbene Fähigkeiten des Immunsystems. Kommen wir nun zu Fehlern des Immunsystems. Selbst das beste und eleganteste Immunsystem kann Fehler haben. Es gibt auch eine ganze Reihe von Erkrankungen und Fehlfunktionen bei Menschen, die darauf zurückzuführen sind, dass das Immunsystem fehlerhaft reagiert oder arbeitet und somit die Probleme erst durch das Immunsystem hervorgerufen werden. Wir sehen ja diese beiden Erscheinungen der Fehler im Dia. Einen solchen Fehler, wo das Immunsystem falsch reagiert, nennt man Autoimmunität. Hat ein Mensch eine Autoimmunerkrankung, so leidet er darunter, dass das Immunsystem, das normalerweise fremde Keime angreifen soll, fälschlicherweise die eigenen Zellen und Organe bekämpft. Das heißt, das Immunsystem bekämpft seinen eigenen Wirt, das heißt die menschlichen Zellen, in denen es tätig ist. Daher Autoimmunerkrankung. Zwei weit verbreitete Erkrankungen sind auf Fehler im Immunsystem zurückzuführen und die sollen hier zum besseren Verständnis aufgeführt werden als Beispiele. Erstens, die juvenile Diabetes wird dadurch hervorgerufen, dass schon beim jungen Menschen die Zellen der Bauchspeicheldrüse durch das Immunsystem angegriffen werden und somit nicht mehr genügend Insulin produzieren können. Wir haben es also hier mit Diabetes mellitus Typ 1 zu tun. Das eigene System bekämpft die Funktion der Zellen der Bauchspeicheldrüse. Zweites Beispiel. Die zweite hier beispielsweise aufgeführte Erkrankung ist der Rheumatismus im jugendlichen Alter. Auch hier werden die Gewebezellen der Gelenke, hauptsächlich die Knorpelzellen, vom Immunsystem fälschlicherweise bekämpft und zerstört. Bei den Erkrankungen Multiple Sklerose, Lupus oder Morbus Crohn ist es ähnlich. Beim Morbus Crohn sprechen wir über eine Erkrankung, die das ganze Verdauungssystem, also von der Speiseröhre über den Magen bis zum Darm, dort sehr häufig Entzündungen auftreten, also geschädigte Zellen existieren. Das ist das Ergebnis des Angriffs des Immunsystems des eigenen Körpers, also das Ergebnis einer Immunerkrankung. Sprechen wir im Zusammenhang unseres heutigen Themas über Allergien, dann wollen wir uns das ansehen. Bei Allergien handelt es sich um eine zu große Reaktion des Immunsystems auf Allergene, die eigentlich ignoriert werden sollen. Also genauso wieder eine übersteigerte Reaktion. Eigentlich sollte das Immunsystem diesen Angriff von Allergenen ignorieren, aber es reagiert. Das Allergen kann ein Nahrungsmittel sein, das können Tierhaare sein oder Pollen, die in der Luft sind. Die Reaktion kann eine laufende Nase, tränende Augen oder das Anschwellen von Schleimhäuten sein. Und hier habe ich jetzt nur die etwas geringeren, gelinderen Reaktionen aufgezählt. Die können wirklich sehr, sehr viel schwerer sein. Also haben wir es bei Allergien auch mit dem Zusammenhang Immunsystem und Angriff zu tun. Es ist eine übersteigerte Reaktion bei Allergien. Sprechen wir über den Einsatz von Antibiotika. Darüber muss man natürlich sprechen, wenn wir über das Immunsystem reden und über Lösungen. Antibiotika wirken nur bei Bakterien. Gegen Viren haben sie keinerlei Wirkung. Ich meine, auch das scheinen viele Ärzte nicht zu wissen. Somit ist es leicht zu verstehen, dass sich die Wissenschaftler einig darüber sind, dass stets die Prävention den Therapien vorgezogen wird. Also die Wissenschaft ist sich längst einig,
die Prävention den Therapien vorzuziehen. Die Bedeutung der Prävention durch ein starkes Immunsystem, und da haben wir schon den Weg, Prävention durch starkes Immunsystem, kann nicht überbewertet werden. Wir können es nicht überbewerten. So führt der Einsatz von Antibiotika fast ausnahmslos dazu, dass einige resistente Keime überleben. Diese vermehren sich dann, denn sie haben ja gute Bedingungen, sie haben keine Konkurrenz mehr und werden erst dadurch, nämlich ursächlich durch den Einsatz der Antibiotika, zur bedrohlichen Gefahr. Ich meine, auch hier ist die Betrachtungsweise der Zellen unter Berücksichtigung der Kategorie Leben, ich meine die Kategorie Leben, unumgänglich zu beschreiben. Eine Zelle ist kein Mensch, sondern sie ist Bestandteil des Lebens. Somit müssen wir auch verstehen, dass nicht zu jedem Zeitpunkt und unter denselben Bedingungen dieselbe Reaktion entsteht gegenüber der Zelle oder in der Zelle. Der Einsatz der Antibiotika hilft heute noch, die Zellen der Bakterien zu zerstören und bringt morgen schon nichts mehr. Das ist die unterschiedliche Reaktion durch das Leben. Die Bakterien werden anhand ihrer Zellwände identifiziert und durch die Antibiotika zerstört. Jedoch sind die Bakterien in der Lage, ihre Zellwände wegzulassen. Dann sind nicht nur die Antibiotika unwirksam, sondern auch unser Immunsystem, weil auch unser Immunsystem seine Angreifer anhand der Zellwände der Bakterien erkennt. Und die sind ja nun weg. Somit ist ein Einsatz von Antibiotika eventuell mit verheerenden Wirkungen verbunden und zielt auf diese ungewollt ab. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich meine nicht grundsätzlich etwas gegen Antibiotika auszusprechen, sondern eher werde ich noch deren Bedeutung für unser Leben ohne Krankheit hervorheben. Doch es ist ebenso bedeutend, mit diesen Antibiotika sehr sorgsam umzugehen. Das bedeutet für mich zunächst alternative geeignete Methoden einzusetzen, die auf Antibiotika verzichten. Damit meine ich die Methoden nach Dr. Rife und Dr. Clark. Aber das ist ein anderes Thema, welches wir demnächst im Zusammenhang mit Agile Care näher besprechen wollen. Heute geht es schließlich um die Stärkung des Immunsystems durch geeignete Mittel. Also nicht vordergründig Ersatz zur Zerstörung, wie wir es eben bei Rife und Clark haben, sondern hier geht es um die Stärkung des Immunsystems heute. Transfaktoren sind die stärksten natürlichen, mir bekannten Mittel zur Weitergabe natürlicher Kräfte an das Immunsystem. Einfacher ausgedrückt sind Transferfaktoren winzig kleine Moleküle, die Immuninformationen von einem Ort zum anderen bringen. Es geht also um die Übertragung von Informationen innerhalb unseres Immunsystems von einem Organ zum anderen, wie zum Beispiel von der Mutter über die Muttermilch zum Säugling. Bei der Informationsübertragung könnte ich auch davon sprechen, dass das Immunsystem geschult wird. Und zwar wird es nach einem Handlungsplan geschult, um bestehende oder später eintretende Gefahren besser abzuwehren. Zwei Funktionsweisen des Immunsystems werden verbessert. Erstens, es beschleunigt die Erkennung und die Abwehr von Angriffen, das heißt, die Krankheitszeit wird verkürzt. Und zweitens, es erfolgt die Regulation und Dämpfung einer übergesteigerten Reaktion des Immunsystems. Mit dem ersten Punkt ergibt sich erfreulicherweise eine deutliche Verkürzung der Krankheitsdauer. Im zweiten Punkt erkennen wir die Möglichkeit zum Sieg über eine Immunerkrankung. Beide Funktionsweisen zeigen uns, dass Transferfaktoren das Immunsystem verstärken oder ausbalancieren. Je nach Bedarf. Ich denke, dass wir hier noch zu sehr nützlichen Schlussfolgerungen kommen werden im Zusammenhang mit Transferfaktor. Im Immunsystem ist oder das Immunsystem ist den verstärkten Herausforderungen unserer heutigen Zeit bei einigen Menschen nicht ausreichend gewachsen. Umweltverschmutzung, Chemikalien, neue
Bakterienstämme, Pilze, Virusinfektionen und Medikamente schwächen unser Immunsystem. Es kommen Faktoren zur Schwächung des Immunsystems ins Spiel, die erst in unserer Generation erstmalig auftreten. Dazu kommt, dass unser Immunsystem mit zunehmendem Alter immer schwächer wird. All das führt dazu, dass wir zunehmend aktiv werden müssen, allein um den bestehenden Zustand zu halten, geschweige denn ihn zu verbessern. Eine Lösung kann der Einsatz hochqualifizierter Nahrungsmittel sein. Also ich spreche von hochqualitativen Nahrungsmitteln. Das wissen wir schon seit Kajani im Zusammenhang mit Agil-Ed zur Verbesserung unserer Blutversorgung. Und das erkennen wir jetzt mit Transferfaktoren zur effektiven Stärkung des Immunsystems. Bleibt also am Ball, bleiben Sie am Ball, um über diesen Weg Leben ohne Krankheit zu genießen. Transferfaktoren sind nicht gerade neu. Schon 1949 hat der amerikanische Immunologe Lawrence darüber berichtet. Aber wir wissen überhaupt noch nicht viel. Wir wissen nur, dass Transferfaktoren winzige Moleküle des Immunsystems sind, die sich aus Aminosäuren zusammensetzen. Stichwort Peptide. Auf mehr möchte ich jetzt in diesem Bereich nicht eingehen, aus Zeitgründen. Wenn wir noch heute, 2016, feststellen, dass die Molekülstruktur noch immer gänzlich unbekannt ist, so kann man nur das dadurch erklären, dass wir es mit Transferfaktoren um einen Bereich, dass wir da über einen Bereich sprechen, in dem keinesfalls hohe Profite gemacht werden können wie bei Medikamenten. Nur deshalb hat man dort weniger wissenschaftliche Kraft aufgesetzt, um die Analyse voranzutreiben zur Aufklärung der Molekülstruktur. Wenn das eintreffen sollte, was man sich verspricht, so werden Transferfaktoren die Pharmaindustrie noch stark bedrängen. Was kann die Transferfaktoren so bedeutend machen, dass ich sie überhaupt hier ins Programm mit einnehme? Diese Transferfaktoren speichern Informationen über erfolgte Infektionen, indem sie die Antigene der Infektionserreger registrieren. Diese Informationen dann weiterleiten an natürliche Killerzellen und die Antigene von weiteren Infektionserregern markieren. Also wir sprechen davon, dass wir Informationen weitergeben über erfolgte Infektionen. Und wir erfahren im Weiteren, dass das sogar übertragbar ist von einem Menschen zum anderen, beziehungsweise sogar vom Tier zum Menschen, erfreulicherweise. Damit machen die Transferfaktoren die Identifizierung der Eindringlinge leichter und schneller, besonders bei erneuten Infektionen, da sie ja geschult sind und die Informationen schon haben. Besonders interessant ist, dass sich diese Fähigkeit von einem Menschen auf den anderen übertragen lässt. Zum Beispiel überträgt die Mutter beim Stillen an den Säugling über die Muttermilch Transferfaktor. Anscheinend ist aber auch die Übertragung von Tieren oder die Übertragung der Fähigkeiten von Tieren auf den Menschen sehr gut möglich. Bedenken Sie nur, welche Transferfaktoren bei einer Kuh oder bei einem Huhn vorlegen müssen, denn sie bringen ja einen Nachwuchs in einem schmutzigen Stall, der ja überhäuft ist von Infektionsursachen und Infektionsquellen. Sie bringen sie dort zur Welt und sie gedeihen. Es könnte also eine Kuh zum Beispiel mit Herpes simplex Viren infiziert werden und dadurch gebildete Transferfaktoren einem Menschen injiziert werden oder auch oral verabreicht werden. Dadurch bekäme dieser Mensch eine Vorabimmunisierung, ohne je mit Erregern in Berührung gekommen zu sein. Also ein völlig neues Herangehen, was auch unsere Impfpraxis sicherlich verbessern würde. Der prophylaktische Einsatz ist eine Weitergabe der Information des Erinnerns in Form von Transferfunktionen, Transferfaktoren. Also wir geben ein Erinnern weiter von einem anderen Vorgang. Wir müssen also nicht das erst selbst erleben in unserem Körper.
Und das alles im Gegensatz zur Impfung ohne Aluminium und Quecksilber. Wie ich finde, eine wunderbare Idee. So wie beim Stillen des Säuglings die Schutzfaktoren von der Mutter mit der Muttermilch auf den Säugling übergehen, ohne dass der Säugling zuvor eine Infektion gehabt hat, kann also der Transferfaktor über die Gewinnung aus den tierischen weißen Blutkörperchen, zum Beispiel Kolostrum oder Eigelb, gewonnen werden und somit dem Menschen Hilfe geben vor Infektionen, ihn zu schützen, seine Immunität zu stärken und zu verbessern. Somit können wir Fehler ausgleichen, wir können die Schwächung des Immunsystems durch Altern ausgleichen und wir können es ausgleichen, dass zunehmend Umweltangriffe auf unseren Körper einwirken. Beim Säugling ist der Empfang des Transferfaktors ein effektiver Schutz, ohne dass schon ein eigenes Immunsystem ausgebildet ist. Dass die Wirksamkeit beim Erwachsenen auch da ist, der ein voll ausgebildetes Immunsystem schon hat, das ist vielen Berichten in der Literatur zu entnehmen. Erwachsene vertragen Transferfaktor ausgesprochen gut. Das heißt eigentlich, da wir Transferfaktor über die Nahrung, also Nahrungsergänzung, aufnehmen können, dass jeder es essen darf, der alles essen darf, also der keine Einschränkungen hat, sonst müsste man sich erst einmal erkundigen. Aber hier gibt es keine Vorbehalte, da man das mit der Nahrungsergänzung aufnehmen kann. Weitere Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Transferfaktoren, zum Beispiel bei HIV-Patienten, sehr, sehr erfolgreich war. Aber wir haben auch Bereiche, wo es nicht so funktioniert hat, wie Hepatitis, Multiple Sklerose oder die Akne. Aber auch verschiedene Krebserkrankungen scheinen da nicht zu funktionieren. Wobei es jedoch bei Melanom, Karzinom im Nasenrachenbereich oder im Bronchialbereich, bei der Hodgkinschen Krankheit oder beim Weichteilkarzinom sehr gute Erfolge gab. Ärzte und Heilpraktiker berichten zunehmend davon, dass sie gute Ergebnisse haben. Ich habe zum Beispiel von einigen gelesen, durchgängig gute Ergebnisse. So, nach diesen Erklärungen und Verheißungen, nun, wie kommen wir zum Transferfaktor? Und dann bin ich auch schon fast am Ende. Es gibt einen internationalen Vertrieb hochqualitativer Nahrungsergänzungsprodukte, die Transferfaktor einsetzen. Die Firma, die das vertreibt, heißt 4Life, also 4Life, die Ziffer 4 und dann Life. Ich werde das mal in den Chat schreiben. Deren Produkte gehören sicherlich zu den guten und ich kann, ähnlich wie bei ich das bei den Produkten von Kajani gesagt habe, hier eine wertvolle Beratung geben für jemanden, der sich dafür interessiert. Beratung geben, wie er es sich beschaffen kann, welche Qualität er braucht, beziehungsweise bei bestimmten Vorerkrankungen oder bei bestimmten Schwerpunkten, was er dort einsetzen soll. So haben wir also heute gelernt, dass es etwas gibt, das heißt Transferfaktor. Im Gegensatz zu den anderen Methoden, die wir eingesetzt haben, wird hier somit nicht der Erreger selbst, sondern das Immunsystem gestärkt. Ein sehr guter Ausblick, aber auch zu einer Methode, die schon 60, 70 Jahre im Einsatz ist, wo es Erfahrungen gibt. Und ich persönlich habe schon von einer Menge sehr guter Erfahrungen gehört im Bereich mit Autoimmunerkrankungen und auch im Bereich von Erkrankungen, die chronisch sind. Und wer sich dafür interessiert, der kann das also beschaffen. Ich stehe bereit und habe hier im Bild auch eingeblendet meine E-Mail-Adresse. Man kann mit mir kommunizieren. Ich helfe Ihnen, wenn Sie das möchten, Transferfaktor einzusetzen. Zunächst also wieder mal recht, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich stehe natürlich mit Fragen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Bitte geben Sie diese in den Chat ein. Oder
Wer eine Frage hat, die nicht so in der Allgemeinheit gestellt werden sollte, der nutzt bitte die eingeblendete E-Mail-Adresse und schreibt mir das ganz kurz. Ja, recht herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie so aufmerksam waren und hoffe, dass ich Interessantes geboten habe. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Wiedersehen.